Ich hatte in der letzten Woche über ein Angebot von Bodo Schiffmanns Anwalt berichtet und dieses Video führte zu kontroversen Diskussionen. Einerseits auf Twitter, da waren die Reaktionen, mit Schiffmann sollte man nicht einmal reden, das ist ein Verbrecher. Auf YouTube, da waren dann verschiedene Seiten, viele sagten, das ist eine Finte, das ist eine Falle, sie werden instrumentalisiert, bis dann auf Telegram die Anhänger von Bodo Schiffmann oder Ralf Ludwig zur Diskussion dazu stießen und sagten, dieser kleine Koreaner Anwalt-Wichtigtuer will sich hier nur profilieren. Kurzum, eigentlich war die Resonanz nicht so wahnsinnig positiv. Das war eigentlich auch nicht zu erwarten. Und ich habe mir in den letzten Tagen sehr genau überlegt, was passiert, wenn man darauf eingeht, die Transparenz, die Bodo Schiffmann angeboten hat, hinsichtlich seines Spendenpools wahrzunehmen. Fangen wir nochmal an, worum es eigentlich geht. Ich hatte ein T-Shirt an mit einem Illuminaten-Motiv, was manche Leute auch wiederum getriggert hat. Heute gibt es ein neues aus dem Volksverpetzer-Shop und bei der Gelegenheit, ich bin nicht der Anwalt vom Volksverpetzer, ich bezahle für dieses T-Shirt sogar auch Geld, wenn ich es dort bestelle, aber vielleicht sollte ich mich gerade mal umziehen. Bodo Schiffmann hatte knapp 700.000 Euro in einem PayPal Moneypool gesammelt. Das Geld ist zwischenzeitlich gesperrt, soll demnächst aber wieder freigegeben werden und dann auf einem Anwaltsunderkonto bei einem von Bodo Schiffmann beauftragten Anwalt sein. Das Geld wurde gesammelt unter dem Versprechen, es werde zu 100% den Flutopfern zur Verfügung gestellt werden. Und das brachte so ein gewisses Problem mit sich, weil dieses vollmundige Versprechen nicht so leicht zu realisieren ist, jedenfalls nicht über die Hilfsorganisationen, die immer einen gewissen Verwaltungsanteil abzweigen und benötigen. Das ist nicht böse, aber es entspricht natürlich nicht dem Versprechen. Und darauf hatten wir ja schon früher hingewiesen, kann es tatsächlich zu rechtlichen Schwierigkeiten kommen, wenn man ein Versprechen abgibt, was man später nicht halten will. Schiffmann hatte einige Schwierigkeiten, das Geld zunächst loszuwerden. Da gab es Ideen, Chemieklos, Dixie-Klos zu kaufen. Es waren, glaube ich, Toi-Toi-Klos am Schluss. Es gab Ideen, sie Bürgermeistern zur Verfügung stellen, die dann jedoch, als sie wussten, von wem das Geld kommt, das Geld nicht mehr annehmen wollten. Ob jetzt Bedingungen dabei implizit oder explizit formuliert waren, ist streitig. Herr Schiffmann sagt, er habe keine Bedingungen gestellt, außer dass man fair behandelt wird, was auch immer darunter zu verstehen ist. Und jetzt lautete das Angebot von dem Anwalt, den Schiffmann beauftragt hatte, dass er die verlangte Transparenz herstellen könnte, indem ich mit dem Anwalt gemeinsam aussuchen sollte, wer das Geld bekommt, dabei auch die Belege prüfen sollte. Und das war dann die Stelle, wo wir tatsächlich gesagt haben, so weit kann es nicht gehen, selbst wenn die Bedingungen angenommen werden, keine rassistischen Beleidigungen auf den Telegram-Kanälen, die wegmoderiert werden sollten und keine Werbung für politische Maßnahmen gleich welcher Art, wobei wahrscheinlich würde ich da sogar schon mit meinen T-Shirts selbst dagegen verstoßen. Ich habe heute den Anwalt von Bodo Schiffmann zurückgerufen. Er wollte wissen, was ich von dem Angebot halte, was er unterbreitet hat und ich hatte ihm mitgeteilt, dass ich auf das Angebot nicht eingehen werde. Ich werde nicht eine gemeinsame Prüfung oder Auswahl gar von Begünstigten vornehmen. Ich werde nicht mitwirken daran, Kriterien zu erfinden. Ich werde nicht dazu beitragen, dass Herr Schiffmann ein Testat oder ein Okay von mir bekommt. Aber wenn ich Informationen bekommen sollte, dann werde ich sie vermutlich trotzdem ansehen. Wenn mir jemand Unterlagen oder Namenslisten zur Verfügung stellt mit Personen, die das Geld bekommen haben sollten, dann werde ich da reingucken und mir meine Meinung bilden. Und ich werde diese Meinung dann womöglich auch öffentlich mitteilen und wenn ich da drin etwas Verwerfliches, Strafbares sehe, auch einer Staatsanwaltschaft oder einer Ermittlungsbehörde zur Verfügung stellen. Ich werde allerdings keine personenbezogenen Daten von Begünstigten öffentlich machen. Insofern sichere ich anwaltliche Verschwiegenheit zu gegenüber denjenigen, die Gelder entgegengenommen haben, bis zur Grenze einer etwaigen Strafbarkeit, wo dann allerdings nicht die Öffentlichkeit, sondern eine Ermittlungsbehörde diese Information bekommt. Herr Schiffmann hat keinerlei Anspruch darauf, von mir vorzeitig gewarnt zu werden, welche Erkenntnisse ich jetzt aus meinen Beobachtungen mache. Es ist seine Sache, dafür zu sorgen, dass er die Mittel redlich verwendet und wird da von einem Team beraten. Ich hatte angeregt, dass er ja einen Wirtschaftsprüfer hinzuziehen könnte. Das war ohnehin schon eine Idee, über die man nachgedacht hatte. Die Kosten dafür müsste Herr Schiffmann dann wiederum persönlich tragen oder er findet jemanden, der pro bono dafür arbeitet.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist der dann unabhängig oder ist der auch dann persönlich nahe oder mag der Hochwasseropfer oder was kann die Motivation da drin sein? Ich nehme natürlich auch kein Geld, wenn ich Informationen, die öffentlich zur Verfügung stehen, bewerte oder Videos dazu drehe, außer dass vielleicht Monetarisierungsumsätze dabei entstehen. Denn immer wenn man in einem Auftrag eines Mandanten handelt, dann hat man natürlich auch sehr viel schneller einen Interessenkonflikt und muss diese Interessen dann dabei wahren. Dieses Shirt gefällt mir von der Farbe fast am besten. Ziemlich laut, aber mit dem Sakko geht's vielleicht und wirkt dann doch wieder seriös. Aufschrift Influencer. Mal sehen, was wir noch so haben. Letztes T-Shirt für heute, da steht Lügenkresse drauf, ist aber echt schwer zu lesen. Insofern ist die Farbwahl nochmal zu überdenken. Da ist auch die Herkunft vom Volksverpetzer. Wie gesagt, ich habe die T-Shirts ganz normal zum regulären Preis gekauft. Ich werde nicht vom Volksverpetzer gesponsert oder bezahlt, aber es stimmt, dass ich denen auch schon Interviews gegeben habe, bin aber nicht deren Anwalt.